Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play South Park, The Stick of Truth, oh yeah. Und ja, durch den Bug von letzter Folge habe ich mich dazu entschlossen, einfach mal weiterzugehen, weil ich habe jetzt echt keinen Bock mehr zu suchen durch diesen Bug. Das nächste Mal, wenn wir in die Schule gehen, wenn wir vorher das Ding zertrümmern, dann ist alles gut. Aber wir vertagen das erstmal, wir haben es noch nicht komplett ausgeschlossen. Wir werden das noch machen. Und wen haben wir denn da? Wieso hast du einen Polizisten gekillt? Und wieso kann ich da runterschießen? Achso, ich kann die Leiche. Das ist fies. Huh? Achtung, Liebe! Verdammt. Okay. Er hat mir gerade zu viel Zeit gelassen. Weil ich irgendwie auf den Baum gezielt habe, aber den Typen getroffen habe. Naja, egal. Waffen fallen lassen! Naja, heil dich halt eben. So, der andere war betäubt. Alles kein Problem. Die haben natürlich wieder immens viel Rüstung, aber... Das ist ja gar kein Problem, ne? Schönen Tag. Was haben die denn alle so viel Rüstung plötzlich? Torkelnder Nazi-Zombie, ey. Kein Problem. Oh. Scheiße! Benötigen wir die Animation eigentlich? Egal, ich mag die Animation. Power Cut vorgehen. Danke dir. Und jetzt würde ich dir mal raten, den abzuschießen. Boom! Oh, der macht Schaden. Ja, auf dich zu heilen, an mir. Au! Oh mein Gott. Oh nein, er ist tot, oder? Shit. Ah, shit. Mit einem Leben noch abgekackt. Okay, wir werden jetzt mal was anderes probieren. Und zwar... Nochmal den hier. Ach du Liebe! Nur ein Schaden, ey. Shit. Es kommt wegen dieser verdammten Rüstung, ne? Alter, wie oft schlägt sie denn drauf? Sie ist immun gegen Kotzen. Zombies sind immun gegen Kotzen. Wir lassen unseren Typen da einfach liegen. Kriegen wir auch ohne den hin. Easy, wir haben ja genug Heiltränke. Also können wir dann endlich mal wieder Heiltränke tragen. Aber eigentlich bräuchten wir den, ne? Wegen Mana und so. Jawohl! Na gut, machen wir nochmal bei dem. Gut. Angriff erhöht, das ist gut. Ach, ich habe ja meine Mütze nicht, die mir erlaubt, nochmal neu anzugreifen. Ich glaube, wir rüsten sie gleich nochmal aus. Au! Ja, ich weiß nicht. Das Kotzen gegen Zombies bringt halt nichts, weil Zombies halt nicht kotzen. Es ist ein bisschen blöd. Ist aber so. Schönen Tag. Ja, du mich auch. Wiederbelebungstrank, davon haben wir auch noch 10. Komm, steh auf, mein Freund. Ich benötige deine Hilfe. So, und dann greifen wir bitte den hier an. Scheiße! Du stehst nicht nochmal auf. Rückzug! Okay, und dann bitte einen Power-Akkord. Check this out. Oh yeah. So, als nächstes würde ich dich bitten, den braunen Ton rauszuholen. Und sie alle damit fertig zu machen. Scheißt euch in die Hosen, ey. Das habt ihr verdient. Autsch! Ja, da haben die Blut geschissen. Au. Shit. So, wir ziehen uns jetzt erstmal wieder einen Gesundheitstrank rein. Am besten irgendwen, den wir tausendmal haben, wie den hier. Wie viele unterschiedliche Gesundheitstränke es gibt, ne? Unglaublich. So, dann betäuben wir erstmal den hier hinten, weil der kotzt mich ehrlich gesagt an. Mein Was? Gott! Das ist ja rumgefallen. Und Jimmy, du machst das schon. Autsch! Oh, 1044 Schaden, ey. Scheiß Mauzen, ey. Braucht keiner. Und jetzt stirbst du, mein nettes Dämchen. Mein Unleben! Thanks for coming out tonight. Oh yeah. So, Sieg durch K.O. Würde ich mal glatt behaupten. Jetzt nehmen wir erstmal den Loot mit, ey.
Diese kleinen Pisser. Und an den komme ich irgendwie nicht ran. Achso, nee, der andere war ja hier. Das war ja gerade ein Bulle. We should hang out. Willst du mit mir abhängen? Willst du ficken oder was? Hä? Willst du ficken? Hä? Hä? Bist eine kleine Schlampe, ja? Bist eine kleine Schlampe, ja? Naja. Quest-mäßig. Wo müssen wir da hin? Bündnisse schmieden. Wir haben noch so viel zu tun. Ich würde sagen, wir machen erstmal verlegte Kinder, ne? So. Weil wir müssen ja mal die anderen Quests auch abschließen, bevor wir jetzt Endspurt anlegen, weil ich habe so das Gefühl, langsam müssten wir zu Ende sein. Nach. Was? Wir haben jetzt schon so viele Folgen hinter uns, bald müsste das Ende kommen. Ach, das ist eine Katze, ich dachte, das wäre ein Zombie. So, und dann gehen wir mal hier runter. Wobei, können wir die schon zu den Krebsmenschen oder ist das noch später? Egal, wir gehen erstmal hier hin. Untersuchen hier erstmal alles. Weil das gehört einfach mal ein bisschen dazu, ein bisschen durch die Gegend laufen und Sachen untersuchen. Da stehe ich einfach drauf. Ich bin ja der Erkunder, wie ihr wisst, durch mein Skyrim-Let's Play und durch mein Fallout-Let's Play ist das ja allmählich bekannt geworden, dass ich gerne erkunde und alles mögliche untersuche. Und deswegen untersuchen wir nochmal diesen Ort hier. Kann ja nicht schaden, vielleicht finden wir den letzten Penner. Penner? Nein. Ah, hier war die Scheiße dran, ne? Na gut, hier haben wir alles erledigt soweit. Könnten eigentlich durchlaufen. So, wir schauen erstmal hier lang. Hier geht's hoch. Aha. Au. Bisher nichts Interessantes. Oh, ein Tempotrank. Können wir das nicht von hier aus... Knie, ich hasse das. Das wollte ich eigentlich nicht. Nee, können wir nicht. Wir müssen einmal rumlaufen, ey, das gibt's doch nicht. Okay, hier geht's nicht. War das ein Scheißhaufen? Warum sind hier zwei Leitern? Warum komme ich hier hin? Was bringt mir denn das? Was bringt mir diese Leiter? Ganz im Ernst, das ist doch Bullshit. Und wo komme ich hier hin? Ein Loch. Eine Ritze. Ich liebe es, in kleine Ritzen zu steigen. Das ist geil. Oh. Geld und Klumpen Scheiße. Ja. Super toll. Ich höre eine Katze. Ach nee, das ist der Heidiotyp hier. Okay, wir sind einmal rumgelaufen und sind jetzt auf der anderen Seite. Trotzdem fehlt uns noch ein Hans Wurst. Wo ist denn die letzte Person, die wir suchen müssen? Nur eine Tasche. Geld, brennender Schädel. Du hast 5 MP, wenn du Feuerschaden zufügst. Oh, das ist cool. Hatten wir eigentlich schon unsere anderen Sachen ausgerüstet? Merke ich gerade so. Was haben wir hier? Fügt Looten hinzu. Jeden Angriff um 100. Lässt Feinde kotzen. Ja, das wollten wir ändern, ne? Du greifst erneut an. Ja, das ist das Gute dran. Das ist gut. Das ist besser, besser gesagt. Das ist mehr als gut. Das ist besser. Okay, gut. Mehr brauchen wir zurzeit nicht machen. Wo ist denn die andere Person, ey? Kann doch nicht sein. Kommen wir hier hoch? Das ist so komplex hier unten. Hier waren wir überall schon. Oh, leck mich doch. Ach komm. Alter, wo geht's denn hier lang? Das ist so perplex hier. Was? Hier geht's auch noch rein? Wir gehen mal weiter links. Ich höre ein Heidi-Ho. Kam das her? War das nur Mr. Hanky oder war das ein Kind von dem? Oh, wir müssen das Tor öffnen. Nate! Haha! Hab ich dich angestinkert, ne? Du bist so ein Idiot, ey. Lauf zurück, wenn ich hier nach vorne laufe. Was zum Teufel? Wir laufen so ein bisschen im Kreis, finde ich.
Wir waren hier überall schon. Wieso waren wir hier überall schon? Ah, jetzt bin ich wieder hier. Hä? Ach, wo ist denn der andere letzte Scheißhaufen? Mann. Kann doch nicht sein. Muss doch hier irgendwo sein. Wenn ich wenigstens ein Indiz hätte oder so, wenn ich den irgendwie sehen würde. Huh. Ach, wir sind jetzt schon am Ende, oder was? Ja, hier sind schon die Krebsmenschen. Wir können noch nicht rein, ne? Nee. Und da hinten ist ein Schimpokémon. Benötigen wir eine spezielle Kraft dafür? Oder können wir mit einer Furzgranate was anrichten? Nein, nichts. Ey, wir müssen den letzten Scheiß auf ihn finden. Das kann doch nicht sein, dass der hier einfach nicht hier ist. Können wir vielleicht weitergehen? Nee. Scheiß Krebsmenschen. Ich werde euch noch kriegen, eines Tages. Aber noch nicht. Wir sollten erstmal noch ein bisschen umherschauen. Und wo muss die doch sein? Vielleicht hier oben irgendwo? Das ist doch ein reiner Irrgarten hier. Ach, hier geht's wieder runter, okay. Das habe ich mir gemerkt. Au, wollte ich nicht gegenlaufen. War das ein zufälliges Heidi-Ho oder ist der hier echt irgendwo? Können wir vielleicht auch noch... Nein, da können wir nicht hin. Ah, hier war einer. Ah, verdammt. Wieso werde ich zurückgeschubst und nicht nach vorne? Das macht keinen Sinn. Ah, ach, wir sind wir hier wieder. Das ergibt nicht mal Sinn. Da kommen wir doch auf der anderen Seite wieder raus. Da hinten ist das Ding. Hm. Schauen wir mal hier rein. Waren wir hier auch schon? Ich glaube schon. Das kommt mir sau bekannt vor. Dieser verdammte Irrgarten. Nee, hier geht's wieder hoch. Oh Gott, ey. Nein. Oh mein Gott. Ja, waren wir auch schon drinne? Das kann doch nicht sein. Scheißhaufen, wo bist du? Huh, was? Achso, das war nur ein längerer Ladescreen. Ja, ja, ist ja gut. Och, leck mich doch, Mann. Was bringt der Scheiß? Achso, nee, da war der andere Scheißhaufen, ne? Da war ein anderer Scheißhaufen. Wir gehen mal hier hoch. Das muss ja der aktuelle Weg gewesen sein. Scheißhaufen Nummer 1 war hier auf jeden Fall. Scheißhaufen Nummer 2 war drüben. Oh Gott, das ist ein ewiger. Ah. Muss doch irgendwo Scheißhaufen sein. Hier geht's hoch. Ah, da runter geht's zu Mr. Hanky, ja? Was zum... Was ist... Was zur Hölle bist denn du? Okay. Keine Ahnung, was der Scheiß soll oder wie ich den rausholen kann. Begleiter? Geh rein da. Nein? Nein? Hä? Das kommt, den kommt auch nicht raus. Hm. Wieso bekomme ich zwischendurch Geld? Naja. Ne, ich will nicht klein sein. Okay, das wird wahrscheinlich irgendwie noch eine Quest sein, die wir kriegen können. Nehme ich jetzt mal an. Weil ich kann mir nicht vorstellen, was das ist. Der Kubachabra oder wie der auch heißt vielleicht? Kubakachabra oder so. It's show. Oh, come on. Nein! Oh, verdammt, ich habe ihn nicht getroffen. Naja, der eine ist betäubt, das wird ja kein Problem sein. Okay, wir haben Scheißhaufen gefunden. Ach du Scheiße.
Got any new material? Okay, wir müssen zuerst den Kleinen hier loswerden, aber damit das alles perfekt funktioniert, brauchen wir einen Tempotrank. Wobei, nein, ich habe ja meinen Helm an, ne? Na komm, Ratte. Krepier. Oh nein, die krepiert nicht. Ah, sie wird krepieren, aber zu spät. Na gut, mutierte Ratte. Nein, falsche Taste. Froschenkick. Ach du Scheiße, was war das denn für Damage? Ja, wie oft denn noch? Tja, ist ja Quatsch. So, jetzt sind es nur noch 3 Ziele. Und ich darf ja Leute angreifen. Ich kann keinen Gegenstand benutzen. Na super. Wieso darf ich keinen Gegenstand benutzen? Ach du Scheiße. Es gibt nur noch eine Möglichkeit, hier rauszukommen. Ah. Ach, die haben Rüstung. Oh, come on. Oh mein Gott. Jetzt brauche ich einen Heiltrank. Ich habe gar nicht gecheckt, dass die Rüstung haben. Shit. Give me some change, damn it. Erstmal ein Tempotrank. Nee, wobei, die Ratte töten wir gleich. Wenn ich jetzt einen Tempotrank eingesetzt hätte, wäre ich tot. Just give me whatever you Krass, got hatte ich Glück. So, ein kleiner Gesundheitstrank müsste eigentlich reichen. Okay, es hat nicht gereicht. So viel dazu. Die Ratte dürfte eigentlich nicht mehr allzu viel haben, ne? Gut, machen wir das mal so. Vielleicht stirbt sie ja wirklich. Oh ja. Sehr schön, sehr schön. Fellbüschel. Erneuter Angriff. Ich kann leider nichts benutzen. Wir werden nochmal Meucheln einsetzen. Um den Händen zu meucheln. Dann wird er nämlich betäubt. Haha. So, jetzt kannst du kommen. Arschloch, ey. So, ich muss aber meinen Kollegen wieder beleben. Das geht nicht anders. Ich brauch Mana, mein Freund. Ich brauch Mana. MP meine ich. Denn ich werde jetzt mal gucken, wie viel Meucheln Schaden zufügt. Achso, kann ich nur reden, ne? Na, meucheln wir den. Der ist dann tot. Ah, ah, ah. 5000! Was zur Hölle? das war krass. Na gut. Komm her, ich kann deine Rüstung zwar nicht schwächen, aber ich kann dich verbrennen lassen. Hey! Ja. Ah. That's not nice. Na, das ist wirklich nicht nice. Time to warm up the crib. Oh. So, du scheiß Penner. Nö, es lohnt sich nicht, ne? Oh. Er hat durch Feuer und Bluten so viel Schaden genommen, das ist richtig krass. Also die Kombination von Feuer und Bluten ist einfach nur endgeil. Und tschüss. Thanks, kid. My drunk ass mom sent me to get more eggnog and I got lost. See ya. Oh yeah. So. Und bevor wir jetzt den Quest abgeben, würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.